Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Tote spielen kein Klavier von Kieswan Kickerland? Ich hasse diese Namen, die ich nicht aussprechen kann. Ja, auf jeden Fall ist das das Buch, das in meiner zweiten Mindwunder-Bloggerbox dabei gewesen ist. Und gleich erfahrt ihr, wie mir das Buch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Hallo ihr Lieben, vielleicht erkennt ihr das Buch. Der Bewohner meiner zweiten Meinwunder-Bloggerbox. Tote spielen kein Klavier von, Kies van Kekerland? Keine Ahnung, Kekerland? Keine Ahnung. Also, ja, von Kies. Hierbei handelt es sich um einen Krimi, der in Amsterdam spielt. Jetzt zeige ich erstmal das Buch, also Cover, ja. Und Klappentext. Also in dem Buch geht es um Willi Hübner, ein Deutscher, der in Amsterdam lebt. Er war mal Polizist, hat sich das aber gründlich versaut und versucht sich jetzt eben als Privatdetektiv durchzuschlagen. Und er ist auf der Suche nach Amelie. Eigentlich wollte er den Fall überhaupt nicht übernehmen, aber die Mutter hat ihn so bearbeitet, dass er dann doch eingeknickt ist. Und Amelie ist schon eine ganze Weile vermisst. Und die Polizei hat den Fall längst geschlossen und sucht gar nicht nach ihr. Hat auch gar nicht wirklich nach ihr gesucht. Und sie gilt als tot. Aber es ist halt sehr seltsam, weil sie haben wirklich nicht so richtig nach ihr gesucht. Also. Und Hübner, der buddelt und kriegt dann ziemlich schnell zu spüren, dass irgendjemand nicht will, dass man nach ihr sucht. Also er kriegt von allen möglichen Seiten Gegenwind, vom Polizeipräsidenten, von seinem Intimfeind, dem Bürgermeister, aber auch aus dem Drogenmilieu und aus dem Schutzgeldmilieu. Also es geht richtig ab. Also er hat da wohl in ein richtiges Wespennest gestochen. Das Problem an dem Buch ist für mich vor allem, dass es mich nicht gepackt hat. Also Hübner war okay, ja, ich konnte ihm gut folgen, aber seine Ermittlungsansätze, es ist für mich sehr hin und her gesprungen und ging vom Hundertste ins Tausendste und ich konnte oft nicht nachvollziehen, warum er jetzt dem nachgeht. Weil das für mich offensichtlich nur jetzt so ein Umweg war, um das Buch noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Auch auf der persönlichen Ebene, also ich fand Hübner jetzt nicht schlecht, aber er hat mich jetzt auch nicht wirklich begeistert. Na, da fand ich seinen Sohn schon interessanter. Der hat einen 18-jährigen Sohn, der ganz plötzlich bei ihm auftaucht, um seinen Vater kennenzulernen. Den fand ich dann schon interessanter. Und am coolsten fand ich aber die in Anführungszeichen unbedeutenden Nebencharaktere. Da ist zum Beispiel eine Grumpy Grandma. Die fand ich so cool. Die fand ich so cool. Und ja, also das war für mich so ein bisschen das Highlight an dem Buch. Viel Zeit wird auch darauf verwandt, Amsterdam zu beschreiben. Also mir kam es teilweise mehr vor wie eine Liebeserklärung in Amsterdam als ein Krimi. Also, suboptimal, würde ich mal sagen. Also, mein Hauptproblem war einfach, dass ich nicht gepackt worden bin. Dass es für mich jetzt nicht so mega spannend war. Es kam schon auch mal Spannung auf, ja. Aber ich habe es nicht an den Seiten gehangen. Zwischendrin waren halt einfach Längen und da habe ich mich dann durchgequält. Ist halt einfach schade. Also, ich hatte mir deutlich mehr, ja, packende Handlung erwartet irgendwo. Also, ich hatte irgendwie gedacht, dass ich den Krimi nicht mehr aus der Hand legen könnte oder so. Und das war leider nicht der Fall. Dann kommt noch hinzu, also die Auflösung fand ich nicht schlecht. Die hat auch gut gepasst, kam für mich aber zu abrupt. Also, das war ein bisschen sehr abrupt, aber trotzdem gut. Insgesamt bekommt das Buch von mir 3 Sterne. Mehr war leider nicht drin. Und die 3 Sterne hat es eigentlich auch nur wegen der interessanten, unbedeutenden Nebencharaktere bekommen, weil die halt einfach wirklich interessant waren. Und ja, die haben mir so ein bisschen durch das Buch durchgeholfen.
Ich würde es jetzt eher denen empfehlen, die ein Faible für Amsterdam haben. Da könnte es recht interessant werden, wenn man sich da halt so ein bisschen auskennt und dann die ganzen Orte wiedererkennt. Für mich war es einfach zu viel. Also ich habe mir immer gedacht, ist das jetzt ein Reiseführer oder ein Krimi? Aber gut, es war halt einfach nicht so wirklich meins. Das war's jetzt auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis bald. Tschüss!